In diesem Video wird es darum gehen, dass ich Ihnen einmal das Interface von Agisoft Metashape zeige, sowie alle nötigen Einstellungen, die getroffen werden müssen. Nachdem Sie die Software runtergeladen haben, erscheint sie vielleicht in diesem Look. Wir werden jedoch für diesen Kurs ein anderes Styling verwenden. Wenn Sie unter Tools gehen, können Sie unter Preferences einmal das Erscheinungsbild der Software ändern. Wir verwenden für diesen Kurs nicht die Lite-Version, sondern die Classic-Version. Wir stellen das einmal um, bestätigen das und die Software sagt uns, nach einem Neustart wird sich das ändern. Somit starten wir die Software noch einmal neu und gelangen jetzt hier in den klassischen Look. Um vielleicht einmal kurz eine Übersicht zu geben, wie diese Software funktioniert: Sie können nahezu alle Reiter per Drag and Drop verschieben. Wir haben hier zum Beispiel einen Referenzreiter. Wenn Sie den per Drag and Drop nehmen, können Sie diesen überall hinschieben. Er wird sich dann dort anfügen. Und auch hier ist es jedem freigestellt, sein eigenes Layout zu wählen. Ich werde jetzt hier einmal für Sie ein Layout vorbereiten, was ich selbst persönlich am praktikabelsten finde. Sie können unter View alle Elemente, die im Endeffekt per Drag and Drop irgendwo angeheftet werden können, einblenden lassen. Was wir jedoch brauchen, ist einmal der Workspace. Wir werden den Referenzreiter nach rechts schieben. Jetzt sehen Sie, der Fotoreiter ist verschwunden. Der ist jetzt hier unten. Auch den können wir jetzt wechseln und schieben ihn wieder hier runter. Den Jobreiter werden wir erstmal nicht benötigen. Und was ich immer noch mache, ist für eine bessere Übersicht oder Kontrolle, was eigentlich in der Software passiert, ist die Konsole einzuschalten und auch die füge ich in diesem Bereich an. Somit sieht das Standard-Layout im Endeffekt so aus. Was vielleicht die erste Erklärung wäre, ist, was der Workspace ist. Stellen Sie sich das so vor, dass es in dem Bereich werden alle Elemente, die wir jetzt erzeugen werden, gespeichert. Metashape bezeichnet es hier als Chunk. Im Deutschen ist es vielleicht etwas besser als Gruppe bezeichnet, aber hier werden unter diesem Chunk 1 werden alle Informationen gespeichert. Das werden Sie sehen, nachfolgend in der Auswertung wird sich dieser einfach füllen. Wir können diesen Chunk auch duplizieren, wenn wir zum Beispiel später mehrere Daten haben. Und es wird dann immer mehr und man kann sich selbst eine eigene Hierarchie aufbauen. Aber in den meisten Fällen benötigen wir erstmal nur einen Chunk. Dann haben wir einen Fotoreiter. Da werden wir dann im Nachfolgenden alle Bilder importieren und diese werden dort angezeigt. Dann gibt es noch den Referenzreiter, den werden wir dazu verwenden, um Koordinaten zu importieren, die während dieser Kampagne aufgenommen wurden, und diese mit den Bildern zu verknüpfen, um das 3D-Modell zum Schluss maßhaltig zu skalieren und um nicht einfach nur etwas in 3D zu erzeugen, sondern dass wir zum Schluss darin auch messen können. Was jetzt vielleicht jedoch am wichtigsten ist, sind einmal kurz allgemeine Einstellungen. Dafür gehen wir wieder unter Tools und unter den Einstellungen. Wir haben hier einmal den General-Bereich. Wir haben hier schon das Ganze auf Classic umgestellt, das ist in Ordnung. Auch sonst ist erstmal hier in dem Bereich nichts Wichtiges zu treffen. Unter GPU sehen Sie Ihre dezidierte Grafikkarte, wenn Sie eine besitzen. Wichtig ist es hierbei jedoch, dass Sie die interne Grafikkarte des Prozessors ausschalten, da dies in den meisten Fällen nur dazu führt, dass die Berechnungen länger dauern. Wichtig ist jedoch, dass Sie dann auf jeden Fall einen Haken für Ihre dezidierte Grafikkarte besitzen. Die nächsten Reiter sind jetzt erstmal nicht so interessant. Wir werden darauf vielleicht nochmal zurückkommen, gerade bei der Darstellung. Das werde ich Ihnen aber später zeigen, um dann im Augenblick auch die Veränderung zu sehen. Wichtig ist hier noch vielleicht unter Advanced. Wir können hier unten das Häkchen rausnehmen bei Fine Level Task Subdivision. Dieser Knopf oder diese Funktion ist grundsätzlich, kann diese gut sein, wenn Ihr Rechner nicht sehr leistungsstark ist oder wir sehr große Bilddatensätze verarbeiten werden.
Sie können ihn auch gerne drinnen lassen, das hängt leider von Ihrer Konfiguration ab. Ich besitze hier im Augenblick einen sehr leistungsstarken Rechner und wir werden nicht viele Bilder verarbeiten. Somit würde diese Task Subdivision dazu führen, dass die Berechnungen im Endeffekt sogar etwas länger dauern. Von daher nehmen wir jetzt hier einmal den Haken raus und bestätigen das Ganze. Das soll es auch erstmal soweit dazu sein. In dem nächsten Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie die Bilder im ersten Schritt ausrichten werden.